So, hier nochmal eine kleine Ergänzung. Und zwar handelt es sich hier um ein Video, das ja einfach so ein paar kleine interessante Aspekte beim Elch beleuchten soll. Die Aufnahmen sind ein bisschen zur Untermalung gedacht. Das ist nur Tierparkmaterial. Das heißt, ich habe keine Aufnahmen von wildlebenden Elchen und auch keine besonders schönen Aufnahmen von Elchen. Ja, also wer da was Tolles haben möchte, dem empfehle ich zum Beispiel die Wilde Skandinavien-Reihe von Jan Haft. Die ist hervorragend mit wirklich, wirklich tollen Tieraufnahmen, ohne dass der Autor der Filme ständig im Bild rumrennt, wie das bei zum Beispiel einem gewissen Andreas K. der Fall ist, den inzwischen alle nicht mögen. Ich mochte ihn schon vorher nicht, möchte ich nur kurz das zu Protokoll geben. Und ja, also vielleicht will man dem sein Material nicht unbedingt gucken. Jan Haft hingegen kann ich besten Wissens und Gewissens empfehlen. So, und jetzt geht's auch los. Ja, hallo und herzlich willkommen heute mal im Tierpark. Ein paar Bilder seht ihr nebenbei. Ich wollte nur kurz wenigstens vor Ort eine kleine Anmoderation in Anführungszeichen machen. Ich bin hier heute bei erstens den Elchen, zweitens beim Wisent und drittens bei den Gämsen. Und gerade beim Elch ist es derzeit eben interessant, weil der ja zurück in Deutschland zu sein scheint, in gewisser Weise. Für eine wirkliche Anwesenheit des Elchs, also eine sich reproduzierende Population, müsste halt eben noch die Reproduktion stattfinden. Und das ist Stand heute nicht der Fall. Elche sind zwar wieder in vor allen Dingen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg anzutreffen, etwa 15 Stück, maximal 10 bis 15, so genau weiß man das nicht, größtenteils teils Bullen, und das ist eben normal bei fast jeder Tierart, insbesondere bei Großsäugetieren, dass sich die Männchen tendenziell weiter in neue Gebiete vorwagen, als das die Weibchen tun, und dementsprechend sind die Bullen eben die Pioniere, die vorpreschen, die dann teilweise auch eben in Deutschland bereits leben. Ein prominentes Beispiel ist Elch Bulle Bert. Bert mag Kühe und hat sich diversen Malen einer Kuhherde angeschlossen. Das ist eigentlich kein typisches Elchverhalten, zumal man in Polen auch Kuhherden hat und in Polen erheblich mehr Elche unterwegs sind, sich aber nicht unbedingt Kuhherden anschließen. Daher, ja, vielleicht ist das so ein bisschen das Bedürfnis nach etwas Liebe mit anderen Tieren, also nicht für physische Liebe, sondern mehr so emotional. Da gibt es so diverse Theorien, warum Bert das tut. Das ist, ja, wie gesagt, alles ein bisschen absonderlich, weil halt eben das für einen Elch ein völlig ungewöhnliches Verhalten ist. Und ich merke, ich habe mal wieder vergessen, den Anti-Wackel anzuschalten und mache das mal gleich noch hinterher. Und gerade um Berlin drumherum, wo sich einige Elche rumtreiben, ist einfach das Verkehrschaos vorprogrammiert, wenn der Elch häufiger auf die Autobahn gerät. Und das könnte zum Beispiel passieren. Das ist also so das größte Risiko, was mit dem Elch einhergeht, einfach das Verkehrschaos. Und ja, dann die Verkehrsschäden letzten Endes. Also A, bei einem und Autounfall mit dem Elch ist der Elch meistens hin. B, ist das Auto voll, komplett Totalschaden. Elche, auch selbst der relativ kleine mitteleuropäische Elch, sofern man ihn dann so nennen möchte. Es gibt keinen mitteleuropäischen Elch, aber es gibt so einen baltischen Elch, der dann eben ein eher kleiner Vertreter der Elchart ist. Und der neigt dazu, so maximal sowas um die 600 Kilo nur zu haben, nur in Anführungszeichen. Skandinavische oder gar alaskanische, kanadische Elche, die schaffen dann auch Bullen jeweils auch die 800 Kilo, ne? Also geht noch, aber nichtsdestotrotz, wenn man das mit entsprechendem Wucht vors Auto bekommt, so ein Tier, dann ist das Auto entsprechend hin. Zumal so ein Elch ja außerdem wunderbar dünne Beinchen hat und einen relativ gedrungenen Körper obendrauf. Heißt, wenn man dem die Beinchen wegfährt, dann kracht einem halt der komplette Oberkörper vom Elch mit ziemlicher Wucht durch die Windschutzscheibe. Da gibt es schreckliche Bilder, die man sich dann angucken kann, sowohl von verendeten Elchen als auch eben von verendeten Leuten, weil, wie gesagt, das ist ein Unfall, den überlebt im Regelfall zumindest niemand, der auf den beiden Vordersitzen gesessen ist. Ja. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ja, ist es denn realistisch? Und jetzt habe ich ja endlich auch mal freie Bahn und kann hier ein bisschen rumlaufen. Inwieweit ist es realistisch, dass der Elch nach Deutschland wieder langfristig Einzug hält? Da stehen sie, Familie Elch. Hallo. Ja. Ja. Wie ihr hört, Elch hat was zu sagen. Elch ist der Meinung, ihm ist zu warm.
So interpretiere ich das zumindest. Vielleicht sagen sie auch gerade irgendwas anderes, das ist ein bisschen schwierig festzustellen. Aber ja, das ist nämlich eben der Knackpunkt, weshalb Elch in Deutschland eben durchaus was ist, was jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und ja, der Elch ist zurück und wir sind alle glücklich, sondern der Elch mag zurück sein, also auch der Wildlebende, nicht nur der hier aus dem Tierpark, sondern das Problem besteht vor allen Dingen darin, dass das einfach ein Riesenvieh ist, wie man hier gerade schön sehen kann. Und als Riesenvieh, und die gibt es eben noch größer als unserer hier, neigt er dazu, bei entsprechender Bewegung, die er ja durchaus durchführt, ja, entsprechend heiß zu werden. Bedeutet, der Elch läuft heiß und der Elch braucht dann Kühlung. Weshalb als natürliches Elchhabitat eigentlich bloß ja, letzten Endes die brandenburgische Landschaft mit diversen Seen, mit dem Spreewald zum Beispiel oder eben die mecklenburgische Landschaft mit diversen Seen in Form der mecklenburgischen Seenplatte eigentlich langfristig nur das in Frage kommt. Ach, und jetzt klapper hier mal nicht so rum. Eieiei, also Elche können sich auch nicht benehmen. Tolles Tier, ne? Klasse, absolut klasse. Ja, jetzt ist hier ein Zaun, ne? Sonst würde ich natürlich nicht so neben dem Elch stehen, wie ich das jetzt hier gerade tue. Ich könnte ihn jetzt auch streicheln. Nee. Also aus Prinzip nicht. Das ist ein Elch, das ist kein Kuscheltier und kein Streicheltier. Klar, man kann, es wäre ihm wahrscheinlich auch egal, wenn er jetzt gerade schon am Zaun hängt, ob man ihn dann ein bisschen streichelt oder nicht. Aber einfach aus Prinzip nicht. Es ist schon ein bisschen surreal, wie nah man den Tieren in so ein Tiergehege hier kommen kann. Jetzt geht es ihnen einigermaßen gut. Sie haben ja sogar Nachwuchs. Vielleicht habt ihr es eben gesehen, es sind drei. Genau genommen sind es sogar vier, aber Nummer vier ist gerade abwesend. Das ist aber nicht unbedingt natürliches Verhalten für den Elch, weil das sind meistens Einzelgänger, treffen sich kurz zur Paarung. Dann ist Dame, also Mutter mit Kindern natürlich unterwegs, ein bis zwei Kälber. Und danach geht alles wieder getrennte Wege und dann sind sie wieder einzeln unterwegs. Dass wir hier also eine Elchfamilie haben, das mag im ersten Moment ganz lustig sein, ist aber nicht unbedingt wirklich die natürliche Lebensweise von Elch. Und ja, ne? Dass man andererseits hier nicht einen einzelnen Elch nur halten möchte, verstehe ich auch. Und es ist ein kompliziertes Thema und da kann man gerne mal separat nochmal drüber reden. Aber jedenfalls zu Elch in Deutschland, eben genau das Überhitzung ist das Problem. Und da es ja insbesondere noch viel heißer werden wird in den nächsten Jahren, ist durchaus anzunehmen, dass das Überhitzungsproblem, das der Elch nun mal durch seine Physiologie hat, nicht unbedingt weniger, sondern eher mehr werden wird. Und dann muss man sich halt schon so ein bisschen Gedanken machen, hat das eine Zukunft, hat das keine. Es ist auch bezeichnend, dass er jetzt schon seit vielen Jahren in Deutschland unterwegs ist und wir noch kein einziges Mal Nachwuchs hatten. Das heißt, weibliche Tiere sind bisher nicht wirklich hinterhergekommen oder sie haben sich dann jedenfalls nicht verpaart. Wobei man natürlich sagen muss, wir können keinen Nachwuchs nachweisen. Das heißt nicht zwingend, dass überhaupt kein Nachwuchs da ist. Das ist immer dann natürlich nicht so einfach, das exakt festzustellen. Andererseits sind einige Elche inzwischen auch mit Sendehalsbändern ausgestattet und können ein bisschen verfolgt werden, was die denn so treiben. Insbesondere der Bert, der eben am Tag so 2 bis 3 Kilometer zurücklegt, ein relativ großes Streifgebiet hat. Warum auch nicht? Ist ja genug Platz da für ihn. Der war ja weitgehend alleine. Und ich weiß gerade den aktuellen Stand nicht, ob Bert noch in Deutschland weilt, aber eben diverse andere Elche, wie zum Beispiel auch Knutschi, der ist auch recht prominent geworden, waren dann durchaus längere Zeit bei uns unterwegs und einige eben jetzt auch langfristig, wo man davon ausgehen darf, dass die von allein nicht mehr weggehen und hier jetzt in ihrem Revier bleiben. Das machen halt Elche so, hoffen, dass irgendwann mal Weibchen auftauchen und wenn das nicht der Fall ist, dann sterben sie irgendwann an Altersschwäche als Junggeselle. Ein Stück weit liegt das einfach daran, dass Polen inzwischen zu groß geworden ist und den Elchen niemand gesagt hat, dass da eine Grenze besteht. Die existiert auch eigentlich ja nur auf dem Papier, für einen Elch ja nicht. Durch die Oder schwimmen ist für die auch überhaupt kein Problem. Elche sind hervorragende Schwimmer und sehr, sehr wasseraffin, eben zur Kühlung. Außerdem fressen sie sehr gern Wasserpflanzen, die sie dann eben unter Wasser auch mal finden können. Und ja, da sie kaum natürliche Feinde haben, beziehungsweise in Deutschland nahezu gar keine natürlichen Feinde,
Ja, es gibt einen Wolf. Ja, es gibt auch viel Wolf. Nein, der Wolf wird sich nicht trauen, an einen Elch ranzugehen, wenn er noch alternative Beute haben kann. Die Fälle, die wir kennen, wo Wölfe Elche angreifen, sind immer Einzelfälle, wo dann halt eben der Wolf oder die Wölfe erstens als Rudel interagiert haben, was unsere deutschen Wölfe so gut wie nie tun. Das haben sie nicht nötig. Wir haben genug Beute, die auch ein Einzelwolf erlegen kann, weshalb die Jagd im Rudel kaum stattfindet. Und wenn, dann meistens eher Pärchenjagd, sprich die beiden erwachsenen Wölfe, Männlein und Weiblein, also Mutter und Vater vom jeweiligen Familienrudel, gehen gemeinsam auf die Jagd. Und zwei Wölfe kriegen keinen ausgewachsenen Elch kaputt, das kannst du vergessen. Das müssen dann noch ein paar mehr sein. Beziehungsweise es muss schon außerordentlich doof für den Elch laufen, dass zwei Wölfe ihm gefährlich werden könnten, was unter außerordentlicher Lebensgefahr für die Wölfe stattfindet. Denn so ein Elch ist eben erstens saumäßig schwer, zweitens durchaus so schnell wie ein Pferd und drittens weiß der auch, dass er sich einigermaßen verteidigen kann und tut das dann auch. Und dann außerdem noch viertens, abgesehen vom schieren Gewicht und der schieren Kraft dieser Tiere, haben sie außerdem noch super scharfkantige Hufe, die ja fast schon so eine Art Schneide haben, wenn man das so nennen möchte. Also wirst du vom Elch getreten, dann hast du verdammt nochmal ein Problem. Oh ja, und das weiß der Wolf auch instinktiv, dass man sich mit so einem Elch besser nicht anlegen sollte. Und tatsächlich zählt in Ländern mit Elch der Elch durchaus auch zu den gefährlicheren Tieren. Und ist eine Gefahr, die man tatsächlich ernst nehmen muss. Gerade ein Bulle in der Brunft, die so mehr oder weniger bis spätestens Oktober stattfindet, also so sagen wir mal August, September, meistens so der Höhepunkt der Brunft. Und in der Zeit neigen die dann eben aufgrund von Testosteronüberschuss dazu, sich möglicherweise ein klein wenig aggressiver zu verhalten, als das sonst der Fall ist, weshalb unsere Elche hier jetzt gerade so einen Krach machen. Naja, wir haben September. Ja, das Blöde ist halt, dass sie ja streng genommen noch Nachwuchs hat, beziehungsweise der Nachwuchs noch anwesend ist. Und daher kann man annehmen, dass die beiden jungen Elche hier wahrscheinlich noch ein Jährchen, beziehungsweise dieses Jahr noch bei der Mutter bleiben würden, wenn sie sich dann überhaupt von ihrem Bullen distanzieren könnte. Und in dem Fall wäre es dann so, dass wir halt eben auch die Jungelche vermutlich dass einfach die Anwesenheit von denen verhindert, dass sie, also unsere Elchkuh hier, nochmal einen Eisprung bekommt und er dann erfolgreich zur Tat schreiten kann. Ob er trotzdem versucht, zur Tat zu streiten, das mag vielleicht eventuell noch passieren. Er wirkt jedenfalls ein bisschen nervös, der Gute. In ständiger Anwesenheit einer potenziell paarungsbereiten Dame, die dummerweise eben auch nicht weglaufen kann, ist das möglicherweise ein bisschen Stress für die Tiere. Da kann man aber so oder so interpretieren, das Ganze. Da sie nicht riecht, als sei sie paarungsbereit, müsste es für ihn dann auch einigermaßen erträglich sein, sofern man sich da überhaupt irgendwie reinversetzt kann. Elche sind zwar auch Säugetiere, so gesehen sind bestimmte Verhaltensweisen, die wir so kennen, bei anderen Säugetieren möglicherweise gar nicht mal den unseren so völlig verkehrt, völlig fremd. Und es ist was, das eine, Pflanzen zu vermenschlichen, das ist völliger Unsinn, Tiere zu vermenschlichen hingegen, naja, bis zu einem gewissen Grad und mit einer gewissen Vorsicht kann man da schon mal eventuell ein kleines bisschen drüber nachdenken. Und ich denke, dass so ein genereller Reiz der Frau auf den Mann, was unser eins vielleicht auch schon mal erlebt haben dürfte, bei Tieren sich vielleicht so ähnlich anfühlt, wie das bei uns der Fall ist, und führt ja auch bei uns hin und wieder mal zu irrationalem Verhalten. Und ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise das ist nachweislich so, dass das dann eben auch bei sehr testosteronreichen Tieren, wie eben Hirschen, und dazu gehört halt auch der Elch, dann ebenfalls mal zu, ich sag mal, intensiven Gefühlen kommen kann. Ne? Ja, also ihr habt da noch ein paar Aufnahmen immer mal wieder zwischen reingeblendet bekommen, was ich bei den Elchen hier so beobachten konnte. Jetzt bin ich kein toller Tierfilmer und dementsprechend ist das auch jetzt nicht kein Meisterwerk, aber einfach so ein bisschen Bildmaterial zur Verdeutlichung und ein bisschen Geschrei der Elche ebenfalls zur Verdeutlichung. Na? Ja, lebt
Achso, ja, noch ein bisschen was zur Biologie. Also normalerweise einzelgängerisch ist ein Konzentratselektierer. Jedes hirschartige Tier gehört einem von drei Äsungstypen an. So unterscheidet man die auch ökologisch tatsächlich, nicht nur traditionell in der Jagdkunde, sondern auch ökologisch. Es gibt den Konzentratselektierer, den Intermediärtyp und den Raufutterfresser. Fangen wir mal mit dem Intermediärtyp an. Das wäre bei uns zum Beispiel der Rothirsch. Der frisst so ziemlich alles, was er kriegen kann, hat sich auf keine besondere Form der pflanzlichen Nahrung spezialisiert und nimmt einfach von allem das, was gerade da ist, was am einfachsten zu bekommen ist. Und kann damit auch gerne mal eben auf besonders energiereiche Kost Wert legen, ist aber nicht darauf angewiesen und kann zur Not einfach auf der Wiese stehen und Gräser futtern. Der Raufutterfresser macht genau das. Vorzüglich, nämlich auf der Wiese stehen und Gräser füttern. Das wäre zum Beispiel eine Ziege oder ein Schaf. Da wir keine wilden Ziegen und kein wildes Schaf haben in Deutschland oder zumindest nicht mehr haben. Wildziegen hatten wir vielleicht mal, Wildschafe hatten wir wahrscheinlich nie. Gibt es erstaunlicherweise relativ wenige Raufutterfresser, die im deutschen Ökosystem überhaupt vorkommen, weshalb eine Auswilderung von Wildschafen, Mufflon oder Muffelwild, je nachdem wie man die dann nennen möchte, durchaus eine Option gewesen ist damals, die sich jetzt heute nach Meinung einiger Wildtierökologen ganz gut ins Ökosystem einfügen würden, wenn sie jetzt nicht gerade wieder aussterben würden, weil der Wolf sie zum Fressen gern hat. Ja, aber das nur am Rande angemerkt. Ja, und dann bleibt noch übrig der Konzentratselektierer. Der Konzentratselektierer ist ein Reh und lustigerweise der nächste Verwandte vom Reh. Und das ist nicht etwa der Rothirsch, nein, es ist tatsächlich unser Elch hier. Ja, der ist im Grunde ein Reh, nur ist er ein kleines bisschen größer. Oder andersrum, das Reh ist im Grunde ein Elch, nur ein kleines bisschen kleiner. Und natürlich noch mit einer anderen Sozialstruktur. Rehe sind Rudeltiere und treten in Gruppen auf. Ältere Böcke nicht mehr so sehr, alle anderen Vertreter der sozialen Schichten aber schon noch. Und beim Elch, ja, die sind halt wie gesagt immer Einzelgänger, sowohl Weiblein wie auch Männlein. Es sei denn eben Weiblein hat gerade Kälber und dann eben in der kurzen Phase der Paarungszeit, wo dann Männlein und Weiblein auch mal eine Zeit lang, ein paar Tage eigentlich im Wesentlichen, Zeit miteinander verbringen würden. Ja, und Konzentratselektierer heißt also im Wesentlichen, dass sie sich besonders nahrhafte Pflanzenteile raussuchen, diese dann in großer Menge verzehren, also in notwendiger Menge verzehren. Wenn man bedenkt, wie riesig ein Elch ist, ist die Menge an Grünfutter, die er zu sich nimmt, vergleichsweise gering. Eine ähnlich schwere Kuh, also ein Rind, würde deutlich mehr Grünfutter benötigen, weil ein Rind ebenfalls ein Raufutterfresser bis Intermediärtyp ist, je nachdem, welche Rinderart man sich da anguckt. Und dementsprechend zwar große Mengen an Nahrung einfach vertilgen kann und diese Nahrung auch überall findet, aber eben diese großen Mengen auch benötigt. Der Elch wiederum, ja, der sucht sich also gezielt besonders leckere Pflanzen und isst davon dann eher wenig, muss daher auch relativ wenig Zeit zum Wiederkäuen einplanen. Und wenn er dann ein erfolgreicher Elch ist, hat er relativ viel Freizeit übrig und kann sich dementsprechend natürlich als männliches Tier auch leisten, jedes Jahr ein fettes Geweih sich auf den Kopf zu setzen. Das wiegt gut und gerne auch mal 15 Kilo. Sowas um den Dreh, das ist überhaupt kein Problem. Teilweise sogar pro Seite, je nachdem, wo wir uns befinden und um welchen Elch es sich handelt. Unserer hier, der hat ja auch ein Geweih, das ist aber eher ein kleines, das ist typisch für Kontinentalelche Europas. Skandinavische Elche oder gar eben nordamerikanische Elche haben nochmal deutlich größere Geweihe. Das liegt zum Teil wahrscheinlich daran, dass sie hier einfach kein größeres brauchen, dass sie zweitens gar nicht so eine sehr kalziumreiche Nahrung finden, denn Geweih ist Knochen und Knochen besteht überwiegend aus Kalzium und daher braucht so ein Elch einfach eine vernünftige Kalziumquelle, um überhaupt ein großes Geweih ausbilden zu können. Das besorgt dann auch dafür, dass eben der Elchbulle mit dem tendenziell größten Geweih, der gleichzeitig noch sehr stark ist und andere Elchbullen in der Gegend rumschieben kann, nicht nur physisch der stärkste Elch ist, sondern auch von der Anpassung von seiner Fähigkeit, gute Nahrung zu finden her, offensichtlich ein überragendes Exemplar darstellt, weil er war ja, in der Lage, viel Kalzium zu finden. Und als reiner Pflanzenfresser ist die Aufnahme von Kalzium durchaus
durchaus ein Thema und gar nicht so einfach. Pflanzen enthalten davon nämlich eben immer nicht allzu viel. Und drum, ja, wie gesagt, wer das größte Geweih hat, hat am meisten Kalzium gefunden und ist offensichtlich besonders schlau und kennt geheime Kalziumquellen. Vielleicht ist diese Veranlagung irgendwie vererbbar und wirkt daher auf Elchkühe außerordentlich attraktiv, weshalb sich da eben tendenziell der stärkste und gleichzeitig geweihreichste möglicherweise durchsetzt. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt auch Fälle, da hat ein Elch eine Kuh gewonnen, obwohl er kein besonders großes Geweih hat, Gegenteil, aber dafür besonders stark ist. Und oder der Platzelch sozusagen, nicht Platzhirsch, Platzelch, ist halt der Vater, der in Frage kommt, weil andere Elche gar nicht vorhanden sind. Bedeutet, eine Elchkuh in Brandenburg und oder Mecklenburg-Vorpommern würde erstmal zu relativ viel Aufruhr in der Elchpopulation führen, weil sie alle eben diese Kuh dann für sich beanspruchen wollen würden. Und ja, dann hast du erstmal relativ viel Elchrangelei. Andererseits sind ja nicht alle Elche auf demselben Haufen, sondern haben riesige Streifgebiete und können auch sein, dass sie sich während der Brunft überhaupt nicht begegnen und der eine, der die Dame dann halt findet, hat dann halt eben sozusagen Glück gehabt, sollte es zu sowas überhaupt kommen. Da der Elch jetzt schon seit 2015, sprich 8 Jahre, in Deutschland unterwegs ist, streng geschützt ist und im Grunde nichts dagegen spricht, dass auch ein Weiblein nachgekommen sein könnte, ist es eher bemerkenswert, dass das noch nicht passiert ist. Wobei das nur meine persönliche Einschätzung ist. Ne? Ich bin ja kein reiner Wildbiologe, sondern betreibe das nur sozusagen im Nebenfach. Und daher ja, muss man da auf jeden Fall abwarten. Ich hatte es ja schon gesagt, der Faktor Überhitzung des Elchs in heißen Sommern dürfte wirklich ein bisschen in Ausbreitungseinschränkungen, insbesondere eine Ausbreitungseinschränkung nach Süddeutschland oder in Regionen und mit oder ohne nennenswerte Wasserverfügbarkeit führen. Davon abgesehen muss der Elch auch einfach viel trinken. Der braucht regelmäßig Oberflächengewässer, die auch nicht austrocknen, um da einige Liter an Wasser einfach so zu saufen. Also nur die Wasseraufnahme durch Grünfutter, das können zum Beispiel Rehe weitgehend auf dem Weg regeln. Auch Rotwild kriegt das noch einigermaßen hin, aber ein Elch muss wirklich Oberflächengewässer zum Gewässer zum Trinken haben und da können ihm Dürresommer, wie jetzt die letzten, durchaus gefährlich werden. So. Und das wäre es von mir an der Stelle zum Elch erstmal gewesen. Bedanke mich soweit fürs Reinhören bzw. auch Reinschauen in dem Fall und begebe mich zum nächsten Tier. Muss mal gucken, inwiefern ich da filmen kann. Ne? Alles Weitere sonst bei anderen Tieren per Voiceover. Tschüss.